Hallo zusammen zu meinem zweiten Unboxing-Video am heutigen Tage. Und dieses schöne Paket ist von Jella Skins. Ich hoffe, die Kamera stellt das irgendwie richtig scharf. Die ist ja immer ein bisschen eigensinnig. Von Jella Skins ist dieses schöne Paket. Der Zettel war hier vorne drin. Ich habe mal meine Adresse weggeknickt. Und dann wollen wir doch mal gucken, was da Schönes drin ist. Machen das hier mal auf. Dann dürfte das hier doch passen. Jawohl. Und dann mal gucken, was drin ist. Einmal hier ein bisschen Werbung von Jella Skins. Kann sich da vielleicht, glaube ich, sogar eigene Folien. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und dann wollen wir natürlich gucken, was hier noch weiter drin ist. So, das dürfte es gewesen sein. Mehr ist nicht drin. Die legen wir mal zur Seite. Und dann sehen wir hier auch gleich, ich denke, das wird die Skin sein. Eine richtig coole, schöne Skin von Jella Skin. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Da ist auch noch irgendwas dickeres Pappe drin. Ich muss mal gucken, was das genau ist. Aber sieht auf jeden Fall schon mal wirklich cool aus. Ich denke, ich kann das hier auch schon aufmachen. Schneiden wir das hier doch mal auf. Gucken mal, was hier sonst noch so drin ist. Genau, hier ist noch einmal eine Anleitung, wie das denn hier genau alles drauf muss. Und hier ist nochmal schön die Rückseite. Und das ist ein Untersetzer, denke ich. Den kann man hier raustrennen. Von Jella Skins. Sieht auf jeden Fall sehr stylisch aus. Mal gucken. Ja, den kann man hier raustrennen. Und dann hat man noch einen coolen Untersetzer dabei. Habe ich gar nicht gewusst. Ist aber eine total coole Sache. Ja, und das hier ist die Skin. Und ja, relativ großer Lieferumfang für so ein kleines Päckchen. Also, ich werde mir die Skin auf jeden Fall mal näher anschauen. Ist ein sehr, sehr interessantes Produkt und bis dahin viel Spaß.